Hallo und herzlich willkommen Leute bei einer weiteren Folge Clash of Clans. So, wie ihr seht, wir sind immer noch hier bei diesem Rathaus-Level. Na okay, es wird sich so schnell wieder nicht ändern. Wir haben noch nicht viel weiter upgradet. Wir sind gerade bei unserer Goldlage abzugraden und ein paar unserer Minen. Ich weiß, nichts Spektakuläres, aber meine Güte, es ist Clash of Clans. Ultra spektakulär ist es nie, aber es ist trotzdem unterhaltsam, finde ich. Und ich hoffe, ihr seht das genauso. Und ich würde sagen, ich habe mir eine kleine Truppe zusammengestellt. Wir werden gerade mal angreifen, oder? Ja, zuerst angreifen und dann zeige ich euch den Clankrieg. Und ich weiß nicht, ob man es merkt, aber ich habe so ein kleines Schaumstoff-Dingenskirchens an meinem Headset dran. Und ja, ich hoffe doch durchaus, dass das meine Soundqualität erheblich bessert. Okay, erheblich ist ein bisschen übertrieben, aber ich hoffe trotzdem, dass es hilft und damit man meine wundervolle Stimme einfach besser hört, obwohl die gar nicht so wundervoll ist, aber ihr tragt sie ja trotzdem. Und ja, deswegen wollte ich sie euch doch ein bisschen angenehmer gestalten. Ja, wir greifen ihn ganz einfach an. Zuerst droppen wir unsere Riesen, ein paar Mauerbrecher hinterher, dann ein paar Barbaren und Bogenschützen hinterher, damit wir die Clanburg schrotten. Ja, das ist kommentierte von dem, was ich eben, wie ich angreife, kam gerade ein bisschen spät, aber egal. Und ja, was Wichtigste ist eigentlich, sein ganzes Loot ist hier rund um die Basis verteilt, dass wir das nur noch kriegen. Und ja, ich bin gar nicht so wild jetzt gerade auf Trophäen, obwohl, es wäre schon cool, wenn wir platt machen, dann kriegen wir 33 Trophäen. Das wäre schon eine geile Angelegenheit, muss ich sagen. Aber mal gucken, ob wir es so schaffen. Ich habe jetzt gerade ja nicht das beste Loadout ausgewählt, aber ja, ich hoffe, es hilft trotzdem, dass wir trotzdem, was heißt hilft, ich hoffe, wir machen trotzdem ein paar Punkte und es ist immer noch Steam Summer Sale, Leute, also wenn ihr Steam habt, also einen PC, dann haltet euch jetzt ran, es gibt die geilsten Spiele einfach richtig billig. Es gibt Crysis für, was weiß ich, unter 10 Euro ist, also ich sag jetzt mal alles unter 10 Euro so. Es gibt Nether, es gibt 7 Days to Die, es gibt Skyrim, Borderlands, Oblivion, Fallout, keine Ahnung, was gibt's noch. Manche Call of Duties gibt's jetzt für 15 Euro, es gibt, oh, es gibt so viel Stuff, ey, das ist echt geil, was gibt's denn da alles noch? Scheiße, ich weiß nicht, wie der Scheiß heißt. Warte mal, ich guck mal kurz. Es gibt Insurgency, es gibt, Nether hatte ich schon gesagt, es gibt Outlast, es gibt, ach, was gibt's hier noch? Ja, es gibt noch zu viel, also zu viel, um es jetzt alles zu nennen. Hups, was ist denn da? Unsere Truppen sind ja auf einmal wieder vollständig. So ein Zufall aber auch, dann greifen wir direkt mal wieder an, würde ich sagen. Und ich weiß nicht, ich habe gerade so Lust, noch mehr weiter hier Clash of Clans zu machen. Ich bin gerade voll die Motivation, Commentary zu machen oder irgendwas. Obwohl ich überhaupt kein Thema habe. Und wenn ich überhaupt kein Thema habe, aber voll Bock habe zu labern, dann spiele ich einfach Clash of Clans, weil da gibt's immer irgendwas zu labern. Das ist voll cool, das ist voll, ja, keine Ahnung, das ist geil. Ich habe eben Insurgency aufgenommen, da hatte ich leider nicht so den Laber, was weiß ich, Flow, you know, sondern da war ich eher so, ich weiß nicht. Ich lade es aber hoch, ich hoffe, allzu schlimm ist das nicht. Ich werde dazu noch ein paar mehr Videos machen, wo ich hoffentlich ein bisschen mehr motiviert bin, was zu machen, aber ich bin echt müde und deswegen mache ich das jetzt nicht, weil wenn ich müde bin, dann spiele ich ultra scheiße und ich will cooles Gameplay haben und dazu coole Sachen erzählen oder Sachen, die halbwegs interessant sind. Und ah, wir brechen hier durch die Wände wie sonst was und ich will eigentlich in die Mitte kommen, weil in die ganz tief drinne hat der Spaß, naja, Spaß wollte ich nicht mehr sagen, hat der Idiot seine ganze Beute und ja, das wollen wir natürlich. We want that money! 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 Also, oh, wir sind schon reingebrochen und unsere Bogenschützen machen gute Arbeit. Und ich hätte mir gewünscht, dass unsere Riesen hier reingerannt werden. Ja, und nicht durch doofe Falle gesprungen werden, sondern hier rein und die Marketing gecrashed hätten. Aber nein, 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 die sind sich zu fein dafür. Sie müssen ja außen rumlaufen. Und wenn wir Pech haben, kriegen wir jetzt gar nicht mehr den ganzen Loot. Obwohl, es sieht eigentlich super aus. Unsere Bogenschützen, ja, okay, gehen gerade ziemlich down. Ah, egal, aber unsere riesen Barbaren und anderen paar Bogenschützen arbeiten sich noch außen rum und ich hoffe, ihr scheiß Bogenschützen killt mal diesen dummen Magierturm da drüben. Aber wahrscheinlich dauert das, nee, macht ihr nicht, weil ihr scheiße seid. Und jetzt kriegen wir das ganze Loot da drin nicht mehr, das ist doch so eine Scheiße, du. Sowas gibt's doch gar nicht. Ich sollte Fußballkommentator werden, aber leider ist mal Fußball viel zu langweilig und deswegen kommentiere ich lieber Spiele. Verdammte Scheiße, noch eins. Und
meine Freundin, die auch meine Kamerafrau ist, ist wieder da aus Berlin und hoffentlich, hoffentlich erklärt sie sich bereit, demnächst wieder meine Kamerafrau zu sein. Und dann werde ich ein paar neue meine Kunstwaffen-Videos vorstellen. Ich weiß nicht, ich habe mir gedacht, dass ich auch mal die so in Action zeige, wo ich dann irgendwie auf ein Stück Holz rumhau oder so. Keine Ahnung, irgendwie sowas einfach mal. Und ich habe da noch eine Waffe auf dem Tisch hinten liegen, die ich gerne noch vorstellen würde. Und die arbeiten sich langsam durch. Und das ist mir viel zu langsam, das nervt mich voll. Sobald die jetzt hier das geschrottet haben, das Elixierlager, glaube ich. Oh, will ich das bisschen Gold noch? Ich will das bisschen Gold noch. Okay, nein, ich warte jetzt einfach noch die ganze Zeit, bis die dieses scheiß Gold da noch gekillt haben. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Also bis gleich. So, wir haben jede Menge Loot bekommen, wie ihr sehen tut. Und warum ich gerade so bescheuert rede, weiß ich auch nicht. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Loot und ich würde sagen, wir tun jetzt direkt mal hier unsere Mauern weiter upgraden, weil das ist unser Ziel. Unser Ziel ist, alle Mauern auf Level 6 zu bekommen. Erst dann fange ich an, meine anderen Sachen wirklich wieder abzugraden. Weil das ist gerade so mein Main Goal, wie man sagen würde. Und ja, das will ich unbedingt schaffen. Und ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Riesen. Die haben mich enttäuscht. Tief enttäuscht haben die mich. Deswegen mache ich jetzt Goblins. Nee, die heißen gar nicht Goblins. Die heißen Kobolde, oder? Deswegen mache ich mir jetzt Kobolde und ja, hoffe, dass die ihren Job gut machen. Obwohl so drei Riesen sind immer ganz gut. Und hier hat irgendjemand was geschrieben, Krieg, bla 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 bla, Krieg ist vorbei, weil ich hier noch drin stehen hatte, dass die Truppen für den Krieg sind. Aber egal. So, wir haben gewonnen im Krieg, wie man sieht. Ziemlich knapp, oder? Ja, doch, ziemlich knapp. Und Buffy, einer unserer Young-Lehrigen, was laber ich hier, der da, einer unserer Mitglieder, der schon sehr lange dabei ist, hat den letzten Angriff gerissen und hat es gerade noch so umgedreht. Und ich zeige euch eine Wiederholung erstmal, wie ich bei Dr. Fu Manchu, also bei meinem Raubprofil, angegriffen wurde. Ich glaube, der hat nichts gerissen. Attacke, los, greift an. Oh, zigtausend Mauerbrecher hinten rein. Echt eklige Angelegenheit. Wie tief die jetzt einfach schon vorgestoßen sind. Aber sie, es hat ihn überhaupt nicht gebockt, dass mein Drache da ist irgendwie. Und ich glaube, ich habe eben Pekka gesehen irgendwo. Nee? Hä? Kann kein Pekka gewesen sein. Und ja, das Dumme war, dass er meinen Drachen ignoriert hat. Und ja, meine Base ist eigentlich so ausgelegt, damit ich gegen Barbaren und Bunkschützen ziemlich gut gesichert bin. Gegen Dings jetzt nicht so, gegen Riesen oder ja, obwohl, sag ich so, ich bin gegen 100% ziemlich gut geschützt, finde ich. Und ja, wie man sieht, der hat nicht mal ein Prozent, also das heißt, nicht mal einen Stern bekommen. Und das ist schon eine geile Angelegenheit. Dann würde ich sagen, ja, Chimera, da müssen wir uns die Verteidigung eigentlich gar nicht angucken. Ich meine, das hier sagt alles, total niedergemacht. Aber wir können uns ein paar Angriffe ansehen, die ich getätigt habe. Yes, my dear, that's the case. So, was gucken wir denn mal? Dr. Fu Manchu, das bin ich und das freut mich, deswegen gucken wir das jetzt. Yay! Und ja, ich habe hier, glaube ich, mit Pekas angegriffen, wenn ich mich nicht irre. Da ist Schweinereiter rein, damit hier die rauskommen. Weil das muss man echt machen bei so einer bescheuerten Basis hier, da braucht man jede Menge Schweinis. Und ich habe noch mehr Schweinereiter geholt, weil da noch mehr in der Burg war eigentlich. Ja, da kommen sie. Und der Angriff sieht irgendwie total dumm aus. Ich habe da irgendwas, nee, es war okay, es hat funktioniert. Ich habe mich nur gerade gewundert, warum ich die Magier da so rausgeschickt hatte, aber das war alles durchdacht, so hat alles super funktioniert. Ich wollte erstmal die Area klar machen, damit die Pekas eigentlich starr hier reinrennen und ich habe ja auch noch Walküren dabei, weil Walküren gepatcht wurden, dass sie stärker und schneller sind. Also machen mehr Schaden und greifen irgendwie schneller an angeblich. Und ja, so eine Walküre mit einem P.K., das ist Killer. Also wie man sieht, die fressen sich hier einfach durch wie so, ich weiß nicht, wie der Rost durch Stahl, nur viel schneller so. Wie so eine Flex durch Stahl, es reißt sich einfach durch. Es dreht und schneidet sich den Weg frei. Und ja, das machen die P.K.s und die Walküren hier. Eine Walküre ist leider draufgegangen, aber die sind echt cool, die Walküren. Ich glaube, ich werde die demnächst mal öfters benutzen, vor allem im Krieg. Und ich würde sagen, wir ziehen uns noch einen Angriff rein und ich gucke gerade mal, wer da was in den Chat geschrieben hat. Was ist los? Gute Nacht. Ja, dann sagen wir dir mal kurz, schlaf gut. Schlaf gut. So.
Und jetzt werden wir mal irgendjemanden angreifen. Mal gucken. Nicht angreifen, was laber ich? Ich wollte euch hier noch eine Wiederholung zeigen. Komm schon. Wiederholung. Starte. Und hier haben wir auch nochmal zwei Punkte gerissen. Das ist zwei Punkte, zwei Sterne. Erstmal Babani hier hinten hin. Warum auch immer. Verstehe ich gerade selber nicht. Genau, dann Schweinereiter hier hinter. Damit die Truppen rausgezogen werden. Und dann in irgendeine Ecke. In die Ecke da. Und Bogenschützen, damit die alle hingelockt werden. Dann Barbaren gedroppt und mehr Bogenschützen, die dann die Verteidigung meines Gegners demolieren. Und dann Schweinreiter und Riesen hin. Mauerbrecher, bam, wir sind reingekommen. Die Schweinreiter bahnen sich ihren Weg über die Mauern. Aber leider war ja noch ein bisschen was in der Clanburg drinne. Das hatte ich schon bedacht, aber ja, ich habe mir gedacht, die schaffe ich eh. Habe ich auch, war trotzdem eine schlechte Idee. Ich hätte sie trotzdem rausziehen sollen. Und meine Mauerbrecher mit Magiern und Dingsriesen tun ihren Weg da ziemlich starr durcharbeiten. Und es wurde leider keine 100% mehr. Ich weiß auch nicht warum. Ich hätte einfach, ja, ich habe es einfach ein bisschen verkackt. Aber naja, 12 Sterne sind immerhin besser als nichts. Und da wusste ich, dass ich nichts mehr reißen könnte mit den 5 Barbaren. Deswegen habe ich das beendet. Aber egal. 64% ist schon eine geile Angelegenheit. Und ich würde sagen, Leute, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Heute ein bisschen übermotiviert. Und ja, wenn es euch gefällt, lasst ein Like da. Abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ich hoffe, wir sehen uns verdammt nochmal das nächste Mal wieder. Haut rein, Leute. Tschüss!